So, jetzt weiter mit einer neuen Runde Path of Exile. Das Spiel gibt es jetzt seit kurzem, oder ich glaube zumindest seit kurzem auf Deutsch. Ich habe es gerade gesehen, zufälligerweise. Ich habe mich draufgeklickt und auf einmal war das Ganze hier auf Deutsch da. Das ist cool. Eure Prophezeiungen. Mittlerweile ist, glaube ich, auch ein bisschen verständlicher, vor allem für mich und aber auch für euch wahrscheinlich. wobei ich sagen muss, ich verstehe es trotzdem nicht. Jetzt nicht wegen der Sprache, sondern einfach, weil ich keinen Plan noch davon habe. Gegenstände verkaufen, da können wir zum Beispiel. Ach, das Ding war. Ach, das Ding war hier rot. Ding hier, ja, genau. Wobei ich sagen muss, das sind die ganzen Items. Ach, das ist alles so riesig. Boah. Okay, das ist krass. Oh shit, ey, war das eine gute gute Amulett? War das eine gute Idee? Oh, ich glaube, keine gute Idee. Das war, glaube ich, nicht gut. Also, was haben wir hier aktuell am Boots? Rüstung. Rüstung, Gegenstand. Warte mal, wir können doch das Ganze hier eigentlich rerollen, oder? Wie war das Ganze hier? Die Farben der Fassungen. Magisch, ist es magisch? Eigentlich nicht, oder? Ne. Ich hab's sofort. Ich suche gerade nur einen bestimmten Stein. Ich weiß nicht welchen, aber ich suche gerade einen bestimmten. Identifiziere einen Gegenstand. Das haben wir schon gemacht mit dem. Und zwar. Tja, genau. Also ich muss sagen, ich weiß nicht genau, wie es ging. Ach, das Ding war es, oder? Ne, was auch nicht. Die blauen Gegenstände kann man bloß neu verzaubern, oder? Ja, genau. Okay, ich würde sagen, dann hauen wir das Ding gleich einfach mal weg oder so. Weg mit dem da. Annehmen. Was sind denn das für Dinge? Murmel der Essenz der Verachtung. Wenn man besser einen normalen Gegenstand zu einem seltenen Gegenstand bei einer garantierten Einheit. Einen normalen Gegenstand. Einen normalen. Okay. Naja, gut, ich würde sagen, wir machen es einfach weiter. Und zwar. Nach da unten vielleicht irgendwie so. Genau, ist glaube ich gut, oder? Achso, wir können gar nicht so weit nach unten. Okay. Na gut, müssen wir schauen. Sollte irgendwie da hingehen. Sollte und müsste und hoffentlich und so. Die Flussläufe. Okay, es ist gerade irgendwie alles ganz, ganz komisch auf Deutsch. Es geht mir dauernd so, weil ich irgendwelche, oder die meisten Games nicht auf Deutsch anfangen zu spielen. Auf Englisch anfangen zu spielen. Dann auf Deutsch umstellen, mir denke, what the fuck spiele ich gerade eigentlich für ein Game? Ich kenne das Game gar nicht. Und meistens ist es dann so. Ich überlege gerade, ob es wirklich sinnvoll war oder nicht. Das ist gerade die Frage. So, wir können das Ding mal aktivieren, wir können T aktivieren. Genau, dann können wir noch unsere ganzen Zombies spawnen. Genau, da hinten ist eine Tür, wo müssen wir da hin? Ne, müssen wir nicht rein, glaube ich. Genau bedeutet. Wir gehen in eine andere Tür runter. Holzspalte, da brauchen wir alles nicht hier. Ich meine, gut, okay, XP brauchen wir auf alle Fälle, das ist nicht schlecht. Saphirring? What? Nee, brauchen wir alles nicht. Alles Müll, alles Müll, alles Müll. Der Westerwald. So. Westerwald, nicht Westerwald. Genau. Mal schauen. Jetzt sollten wir hier dann eine Quest kriegen. Welches ist? Keine Ahnung. Aber. Naja. Was meldet ein Bug, indem mir slash Bug in den Chat schreibt? Okay. Öffne den blockierten Pass. Ich denke, das kriegen wir hin. Na gut, okay. Ich bin jetzt mal nicht so übersicher. Weil. Naja, so selbstverständlich war es mir in letzter Zeit gar nicht mal. Wobei ich sagen muss, dass ich das Game halt einfach bloß nicht aktiv genug spiele. Da hinten ist eine Tür. Die Gewölbe der Weberin. Das ist nicht der blockierte Pass. Gut, ich meine, es sieht ja wirklich aus nach einer Weberin auf eine gewisse Art und Weise.
So, die Frage ist nur, wohin müssen wir genau? Ah. Over here. Okay. Uns wird quasi schon wieder, wir wurden schon wieder darauf hingewiesen. Da muss man. Schließt die Mission ab. Bringt die infizierten Bestien zur Strecke. Bist du eine infizierte Bestie? Kann ich hochgestuft werden? Okay. Ja, das bedeutet, wir müssen quasi irgendwelche infizierten Bestien finden. Wie auch immer die jetzt genau ausschauen werden. Keine Ahnung. Infizierte Bestien. Ach, hier haben wir infizierte Bestien, okay. Na gut, schon echt, wir sind infiziert irgendwie aus. Aber zumindest nicht mehr so ganz. Oh, ach du Scheiße. Schrolle, genau, die Schrolle der Weisheit. Quarz, Zauberstab können wir vielleicht identifizieren. Irgendeine Truhe, Schrolle der Weisheit, okay. So, okay, Wommenstab, hier haben wir das Teil. Ja, und weg damit, wobei wir es uns, glaube ich, aufheben, wurde mir gesagt. Okay. Heben wir das ganze Ding auf. Schatulle, nicht identifiziert. So, let's go. Können wir vielleicht ein paar Monster raus, die wir sogar brauchen zum Killen? Oder killen müssen? Jo, okay. Kommt nicht raus, dafür alles andere. Oha, was da jetzt rauskommt? Goldring. Was? Da stand gerade irgendwas Cooles. Wo ist das hin? Da ist er. 10% erhöht der Seltenheit gefundene. Was? 10% ge. What? Gibt gar keinen Sinn irgendwie. Was bringt unser Ring aktuell? 20 Mana. Das Ding ist, glaube ich, geiler. Kresnia Reif Power Ring. Und das Ding. Mach ich, glaube ich, mal so. Bringt mich von allem mehr. Und zwar können wir jetzt hier das Ding einfach mal neu dingsen. Wie ging es hier? Ha. Oh, okay. Okay, Intelligenz ist auch nicht schlecht. Ich weiß, ich mag keinen Sinn, was wir wahrscheinlich machen, aber egal. Treffgenauigkeit, Kältebestand, okay, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube auf alle Fälle 10 Intelligenz ist auf alle Fälle nice. Ketten, nee, brauchen wir nicht. Okay. So, wir laufen am besten immer wieder am Rand entlang. Ich glaube, das ist nämlich so das, was den besten Wert hat, irgendwie. So, da unten, glaube ich, sind infizierte Bestien, nicht identifizierte Bestien. Schriftrolle des Portals, okay. Quarz, Zauberstab, hochwertig. Ja, okay, übertreib nicht so komplett da gleich. Was bist du für ein Zauberstab? Du bist eigentlich hochwertig. Ich sag das Ding hier, Qualität plus 5. 22% verstärkte Zauberstaden. Boah, keine Ahnung. Angeblich bist du gut. Keine Ahnung. Ist das Ding gut? Absolut kein Plan davon. Wer übrigens heißt, wenn ihr das Ganze in den Kommentare schreibt, weil, wie gesagt, ich habe aktuell keinen Plan. Ich weiß, von euch spielen das Ganze oder spielen Path of Exile seit gefühlt Jahren. Und ich kenne wahrscheinlich jeden Gegenstand auswendig, wie ich wahrscheinlich Fly oder so. Aber ich muss sagen, ich habe da so ein bisschen meine Probleme momentan. Power Ring, okay. Was ist das für ein Ding? Okay, weiter. Macht irgendwas Cooles? Truhe. Kommt Sachen raus, noch mit Truhen. Okay, nice. So, finde die infizierten Bestien mit Hilfe ihrer Leichenname. Ihrer Leichennamen, wenn dann schon. Ich weiß jetzt nicht genau, was uns das sagen soll. Was sind denn Leichennamen? Haben hier Leichennamen? Ich habe keine Ahnung, aber. Ich habe zumindest aktuell noch keine Leichen mit Namen gesehen. Verbessert die Qualität einer Rüstung. Holy shit, ey, was es wirklich alles gibt an Items und so und an Loot. Echt krass irgendwie. Okay, dann geht's weiter mit Spinnen. Kann man sich auch mal gönnen. Blattnachschrot, okay.
Da hinten ist ein Waypoint, also ein Waypoint-Satzteil da. Okay. Oha, 45% Zurüstung. Ausweichen, Leben. Das Ding bringt uns 13 Intelligenz. Ich glaube. Das Ding ist scheiße und das Ding ist geil. Rüstung 131, Rüstung 49. Kann man das Ding irgendwie rerollen da? 10% verstärkter Elementarschaden. Kommt das Ding rein? In einen blauen Schlatter oder so? Ah. Na doch nicht. Hä? Ein Juwel. Ein zugewiesenes Fassung und Fertigkeiten. Ach, im Fertigkeiten. Ah. Wobei, ich weiß nicht, ob wir das machen sollen. Das ist schon mal geil. Verderbt. ich suche gerade wieder was. Also, wir haben jetzt so viele Sachen im Inventar, das ist echt zum Kotzen. Uah, sorry. Ein seltener Gegenstand. Ah. Shit. Das war's nicht gut. Ich würde sagen, wir schlüsseln das Ganze trotzdem aus. Und zwar mehr Leben, weniger Intelligenz. Aber ich glaube nämlich, defensiv macht sich das tut sich wirklich einiges. Oh ja, oh ja. Von 122 auf 210. Holy fucking shit, Mann. Lol, das ist wirklich nice. Okay. Also das ist definitiv nice. So, da ist schon mal ein Waypoint. Müssen wir versuchen, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Irgendwo sind hier noch infizierte Bestien. Angeblich. Steht da zumindest. Also, wenn das stimmt. Und ich muss nur herausfinden, ob wir wirklich dieses Gem da wirklich einsetzen können oder sollten. Oder ob das eher keine so gute Idee ist. Und wenn ich das herausgefunden habe, dann würde ich sagen, ja, können wir es eventuell, wie gesagt, entweder einsetzen oder belassen es halt dann eben. Aber 10% mehr Elementalschaden macht, glaube ich, Sinn, weil das könnte der blockierte Pass sein. Ist es zumindest blockiert? Okay, doch nicht blockiert. Wir brauchen noch diese komischen Dinge da. Tja, also wir brauchen auf alle Fälle noch dieses andere Ding da, diese Leichen, diese Bestien. Halt, wie gesagt, keine Ahnung, wo die Dinger sind, aber müssten irgendwo hier in der Gegend sein. So, vier von den Hammern, von den Dingen. Das bedeutet, wir müssen vielleicht mal hier ein bisschen weitergehen. Es gab gerade übrigens keinen Sinn, ich weiß. Das nächste Ding könnte gelevelt werden. Wo bist du denn? Irgendwo müssen noch irgendwelche diese Bestien sein, oder? Wo waren wir denn noch nicht? Okay, wir waren noch in ganz vielen Orten nicht. Bastardschwert. In jedem Game gibt es dieses Bastardschwert. Ich weiß nicht, ob das irgend so ein Insider ist, den ich kenne oder so, aber in jedem Game gibt es dieses Bastardschwert. Bastardsword, Bastardschwert, was auch immer. Hier ist sogar 1 zu 1 übersetzt von Bastardsword zu Bastardschwert. Ist das eine mittelalterliche Lichterkette oder so? What the fuck? Aus Knochen, okay. Das Leveln tun wir auf alle Fälle immer nicht so krass hier. Welches Level sind die Mobs eigentlich? Steht gar nicht dran, okay. Ja, wir brauchen auf alle Fälle diese komischen Viecher da, die wir irgendwie nicht finden. Was ein bisschen sehr sad ist, aber da unten könnten noch irgendwo die Viecher sein. Da vorne ja auch unten. Hier sind keine mehr irgendwie. Hier sind Viecher, lol, das sind die Dinger.
Sind, glaube ich, alle, oder? Wie, da fehlt jetzt genau einer oder so. Ja, nice. Perfekt. Oh, Leute, die spawnen sogar hier direkt. Das ist mal, das ist richtig geil. Dachte mir schon, so müssen wir das Ding wieder suchen und so, aber nope. Sehr nice. Wurden erlöst. Keine Ahnung, was für ein Hubschrauber jetzt da rumfliegt. Wahrscheinlich wird irgendwas passiert oder so. Ich würde erstmal sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Perfect LP.